gelaunte Menschen, volle Terrassen, viel Sonnenschein und nur ein bisschen Nieselregen. Und darüber hinaus ein Programm mit Musik von ganz unterschiedlichem Genre. Darunter Jazz, Rock, Pop, Weltmusik, Klassik und Elektro. Insgesamt gab es 45 Konzerte an 9 verschiedenen Standorten. Der Name Marathon war Programm und die Veranstaltung mit mehr als 8.500 Besuchern ein Riesenerfolg. Die niederländische Punkband After Parties trat am Samstag als erstes auf die KBC-Bühne im Stadtpark. Ihre Musik eine Mischung aus Garagenpop und Indie-Rock. Ihr heißt After Parties. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Liegt es daran, dass ihr vielleicht wollt, dass jedes Konzert ein Fest wird? Das ist eine gute Interpretation. Wir hoffen, dass jedes Konzert ein Fest wird. Wir haben den Namen ausgesucht, als wir noch etwas jünger waren. Damals fanden wir Afterpartys meist sehr trist und sind nach Hause gegangen. Aber ich hoffe, die Leute freuen sich auf uns. Könnt ihr ein bisschen Deutsch? Ein bisschen. Ein klein bisschen. Ihr habt für das neue Album den Namen Life is Easy ausgesucht. Ist das Leben denn einfach? Nein, naja, manchmal schon. Wir haben es gut in den Niederlanden, Belgien, Europa. Jeder hat seine Probleme im Leben. Auf der anderen Seite kann das Leben auch sehr schön sein, wenn man zum Beispiel auf einem schönen Festival spielen darf. Ich denke, dass der Titel dieses Albums eine Art Reflexion auf unser erstes Album ist. Da waren wir jünger und unbefangener. Darum geht es einfach. Ja, Twintigers. Das Leben wird nu iets serieuzer allemaal. En daar gaan de teksten volgens mij ook al voor een groot deel over. Auch die ostbelgische Vintage-Pop-Band Shabby Chicks erntete auf der BRF-Bühne tosenden Applaus. Moderne Songs werden umgeschrieben und erhalten eine Art Retro-Touch. Und wie gefällt Ihnen Shabby Chicks, wie gefällt Ihnen das? Sehr gut. Was gefällt Ihnen gut? Ja, den Vintage-Style und die Musik sind sehr, sehr ansprechend. Und wie gefällt es Ihnen? Natürlich auch sehr gut, mal was anderes und neue Lieder in einer älteren Version, also schon cool. Wie kommen denn die Shabby Chicks bei den Jungs an? Ja, recht gut. Also sie haben die ersten 2-3 Lieder gehört, haben, sind gerade erst angekommen, waren auf jeden Fall sehr gut und machen Lust auf mehr Musikmarathon. Und die Damen sind auch schon sehr attraktiv, die da vorne an der Front stehen, ne? Ja, kann man nicht anders sagen. Wir überlegen gemeinsam, welche Songs da in Frage kommen könnten. Und dann ist entweder Lück oder Moritz, die sich dann zu Hause dran setzen und für die Band dann was schreiben. Und wir Mädels proben dann auch nochmal getrennt, überlegen uns Choreo und so, die Band probt nochmal getrennt und dann wird es zusammengeworfen. Und ihr habt ja wirklich originelle Choreografien und dann schöne Kostüme. Da habt ihr wahrscheinlich auch, ihr Mädels, vor allem auch sehr viel Spaß bei den Proben, ne? Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Mit ein bisschen Wein dabei klappt das ganz gut. Beim Schlendern über das Festivalgelände freuten sich die Kleinen auch über den ein oder anderen Luftballon. Hm, okay, nicht nur die Kleinen. Can we get one for free? For the publicity? Maybe. We can choose one for the BRF. Thank you so much. Und auf dem Festival konnte man auch auf kulinarische Entdeckungsreise gehen. Fressbuden und Bütchen gab es an jeder Ecke. Neben den Klassikern wie Fritten und Hotdogs gab es so einiges zu entdecken. Was haben Sie da bestellt? Ein Pulled Beef Burger. Glauben Sie, Sie sind fähig, in das dicke Ding reinzubeißen? Nee, jetzt gerade nicht auf jeden Fall. Nicht vor laufenden Kameras. Tun Sie es für den BRF, bitte.
Nee, das wird, glaube ich, eine Riesenschweinerei. Also wenn Sie reinbeißen, schenke ich Ihrer Freundin diesen tollen Luftballon. Das musst du machen. Das musst du machen. Das wäre SpongeBob, ja. Ja, Sie lieben SpongeBob? Ja. Den muss also, ich haben. Nur ein Biss in den Burger gegen SpongeBob. Okay, ich versuche. Oh wei. Sehr gut. Wie würden Sie hier als Fastfood-Tester den Burger bewerten? Sehr gut. Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Aber auch süße Gemüter kamen auf ihre Kosten. Ich habe jetzt gleich ein Interview mit Coi Lee, Top-Act am Samstagabend. Und ich habe mir gedacht, ich bringe ihr was mit und versuche jetzt mal hier Zuckerwatte für sie zu kriegen, gratis. Ich versuche, meinen Charme spielen zu lassen. Hallo, guten Tag. Ich hab jetzt gleich ein Interview mit Coi Lee und ich dachte mir, ich bringe ihr vielleicht Zuckerwatte mit, aber ich habe kein Geld dabei. Kriege ich die so, ausnahmsweise für den BRF? Würde hinhauen. Welche Farbe soll es denn sein? Rosa ist für eine Dame. Wir können auch ein bisschen Gelb mit dazu, wir stellen es ein bisschen exklusiver. Ja, machen wir exklusiv. Rosa mit Gelb. Vielen Dank. So, bitteschön. Das ist ein bisschen exotischer Marke. Vielen Dank. Tschüss. There's only one way to go. Mit der Zuckerwatte ginge es dann in Richtung Stadtpark in den Backstage-Bereich, wo wir Coi Lee interviewen durften. Hier sind wir jetzt mit Coi Lee neben mir sitzen und Coi Lee, ich habe dir etwas mitgebracht. Zuckerwatte. Bitteschön. Ah ja, auf Französisch sagt man Barberpapa. Ah ja, wie schön. Du sagtest gerade eben, dass dich die Zuckerwatte an jemanden erinnert. Ja, da muss ich an meine Stylistin denken, weil sie rosa-gelbfarbenes Haar hat. Das ist also quasi meine Stylistin Kate am Stöckchen. Ja, das ist ein bisschen Kate auf dem Stöckchen, und der Name ist Kate, das ist Kate auf dem Stöckchen. Wie witzig. Ja, mein Bassist meinte das eben, echt lustig. Du bist sehr bekannt und bist im letzten Jahr auf Rock Werchter gewesen und auf vielen anderen Festivals. Und es ist schon so weit, dass die Leute deine Lieder mitsingen können. Was ist das für ein Gefühl? Ja, das ist toll, wenn man merkt, dass die Leute verfolgen, was man so treibt. Das ist auch aufrichtige Liebe. Das finde ich wichtig, dass sie so von Herzen sagen, Mensch, die hat Talent. Und das auf eine sehr positive, freundliche und ehrliche Art und Weise. Und es ist auch schön festzustellen, dass die Leute meine Musik checken. Auf Instagram bekomme ich manchmal auch Nachrichten wie, ich lerne gerade und höre dabei Coi Lee im Hintergrund. Oder die Musik ist super, sie gibt mir positive Energie. Und dieses Feedback auch auf der Bühne zu erleben, ist schön. Und dieses Feedback bekam die 24-Jährige auch auf dem Eupen Musikmarathon. Die unfassbare Energie der Antwerpenerin mit kongolesischen Wurzeln und ihre gelungene Kombination aus Rap, Hip-Hop und Soul riss das Publikum ein letztes Mal mit, bevor gegen 23.15 Uhr der erste Festivaltag zu Ende ging. Und Tag 2 des Musikmarathons 2018 ist am Start. Neben mir sitzt Sänger Joe von den Novotones aus St. Vith. Und ja, die aktuelle Single heißt Our Time is Running Out. Ja, wie ist das Lied entstanden? Hast du eine Anekdote dazu? Auch eigentlich so auf dem normalen Weg. Man sitzt zu Hause in seinem Studio. Es fallen einem ein paar Akkorde ein. Man fügt die zusammen, bringt die mit in den Proberaum. Dann haben wir halt zusammen ein Stück draus gemacht. Und ging eigentlich sehr, sehr schnell, war eines der Stücke da, wo wir nicht lange überlegen mussten. Hat vielleicht 2 Abende gedauert und wir waren soweit mit dem Stück. Also sehr, sehr intuitives Stück. Und inhaltlich, worum geht es da genau? Es geht eigentlich darum, dass man jemanden findet und eventuell auch wieder verliert und nachher wehmütig daran zurückdenkt. Und das Video hat ja auf YouTube 7500 Klicks, das ist schon beachtlich, da seid ihr bestimmt auch richtig stolz, ne? Ja, das war natürlich eine feine Sache für uns, hätten wir eigentlich von vornherein gar nicht so mit gerechnet. Aber ich denke, wir werden irgendwas richtig gemacht haben und das spornt natürlich dazu an, noch was nachzuschieben. Und auch bei ihrem Auftritt auf der KBC-Bühne im Stadtpark haben sie alles richtig gemacht und heizten dem Publikum mit ihrem Punk- und Surfrock mächtig ein.
Gleiches gilt für die Rapper Cyril and Hightech plus Ill Thinker, die am Sonntag auf der Bühne am Clown auftraten. Mit Gangster-Rap haben die Jungs nichts am Hut. Ich würde es auf gar keinen Fall in irgendeine Schublade stecken. Ich würde mich ganz weit davon distanzieren, mit irgendwelchen prolligen Sachen oder so anzukommen, auf gar keinen Fall. Es wird viel über erzählt, über das Leben, über was man gesehen hat, diese klassischen Dinge, aber auch viele Themen, die konkret angesprochen werden, sei es, was uns halt so beschäftigt momentan, sei es digitaler Stress, diese Social-Media-Dinger und so. Eigentlich alles mit Form, das, was erzählt wird, dass Bilder transportiert werden. Auf verschiedenen Beat-Arten, Beat-Elementen, sei es im Trap-Bereich, im Oldschool-Bereich in den 90ern, mit richtigen Instrumentalien, im Elektronischen sowohl als auch. Also eigentlich von allem etwas. Was hältst du von den Vorwürfen, die gegenüber Kollega und Farid Bang gemacht wurden beim Echo 2018? Was sagst du dazu? Was soll ich dazu sagen? So, ich meine, ich denke mal, jedem ist bekannt, was die Jungs für Musik machen. Es ist sehr provokativ, es ist sehr provozierend auf jeden Fall, mit sehr vielen Wortspielen, die auch manchmal unter die Gürtellinie gehen. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht ist das auf jeden Fall etwas zu weit unter die Gürtellinie gegangen. Aber ich will mich davon distanzieren. Ich habe mit den Jungs nichts zu tun. Sie sollen ihr Ding machen, jeder soll ihr Ding machen. Wir der BRF waren mit unseren Reportern und unserem BRF-Zelt an der Klötzerbahn ebenfalls mitten im Geschehen. Im Radio waren die Kollegen live auf Sendung und interviewten die Musiker. Der ein oder andere spielte sogar auf unserer BRF-Couch ein Ständchen. Darunter auch die Lütticher Elektro-Folk-Pop-Band Pilgrey. Blizzard heißt der Song, den sie uns gleich live spielen werden. Da geht es dann nicht um den meteorologischen Wind sozusagen, sondern um die Tempête, die Winde, die so im Leben passieren. Vous avez beaucoup de tempête dans votre vie? Beaucoup non, je sais pas. Viel nein, aber der Song ist ein Zeichen der Anerkennung gegenüber den Menschen, von denen wir umgeben sind. Es geht um Helden des Alltags. Also geht es immer um die anderen, nicht um euch? Nein, wir setzen lieber andere Leute in den Vordergrund, in den Geschichten unserer Lieder. Weniger uns selbst. Incarner des personnages, quoi, qui ne sont pas forcément nous. Klassikfans kamen in den beiden Kirchen der Oberstadt auch auf ihre Kosten. Darüber hinaus trugen zahlreiche Straßenmusiker zur Vielfalt des Musikevents bei. Darunter auch der Künstler Rocco Recycle, der sich selbst als One-Man-Band bezeichnet. Der kleine Die Ostbelgien-Bühne im Hof der Regierung stand ganz im Zeichen der Kinder und Familien. Auch das Team von Jugend und Gesundheit hatte sich in diesem Jahr wieder etwas einfallen lassen. Zur Zufriedenheit der Kleinen. Und der ganz Kleinen. Wie heißt denn du? Muriel. Muriel? Muriel, sag mal, was hat dir denn besonders gefallen auf dem Musikmarathon? Eigentlich alles, nur dass es was für Kinder gibt, hat mir besonders gefallen. Und was war denn da so toll? Was hast du da so erlebt und gesehen? Viele Spiele und einen tollen Auftritt. Offensichtlich ist das Thema Alice im Wunderland. Was habt ihr denn so alles organisiert für die Kids als Animation? Wir haben hier eine Fossi Fair organisiert, die ist dort hinten auf der Wiese. Da sind ganz viele verschiedene Spiele für die Kinder und da können die Punkte sammeln und kleine Preise gewinnen. Sie können sich schminken lassen und es war gerade eben ein Bühnenstück hier auf der Bühne. Und hat alles gut geklappt? Haben die Kids auch gut reagiert und mitgemacht? Ja, also ich fand schon, man merkte, dass die Kinder Spaß hatten, dass wir die Kinder mitgezogen haben. Ich will mich schminken lassen. Und was möchtest du dir aufmalen lassen? Weiß ich noch nicht. Schmetterling? Oder als Alice im Wunderland wäre doch eine tolle Idee, oder? Ja. Und bei dem Angebot brauchten manche Kids auch mal eine kleine Verschnaufpause auf dem Weserschiff. Was macht ihr denn gerade? Wir chillen eine Runde. Und hat's euch gefallen? Ja! Don't find the right side, it's that just look on ahead. Beim
Auftritt der holländischen Band Birth of Joy im Stadtpark war am Sonntag ebenfalls viel los. Ihre Vorbilder, The Doors und Pink Floyd, aber auch einige andere Bands. Welche Musikgruppen haben euren Musikstil beeinflusst? Als Band ist das echt von alles. Von allem, aus den 60er und 70er Jahren mit Deep Purple und Led Zeppelin bis zu den 80er und 90er Jahren mit Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, Gaius. Ja, du bist ganz schön heiser. Wie kommt das? Ja, das ist seit den letzten Auftritten so. Ein Mysterium. Mysterie. Und du wirst oft mit Jim Morrison verglichen. Das findest du bestimmt gut, oder? Oder nicht? Das ist definitiv ein Kompliment. Die Elektro-Stage in einem Hinterhof der Klötzerbahn wirkte ein wenig abgeschottet vom Rest des Musikfestivals. Aber genau das schien dem dortigen Publikum zu gefallen. Wie würdest du die Atmosphäre hier auf der Elektro-Stage beschreiben? Weil du siehst aus wie eine, die das absolut liebt. Also ganz genau, wie sie meinen, die Atmosphäre entspricht ganz genau meiner Vorstellung von, ja, einfach entspannen. Ich kam heute Morgen von einem 24-Stunden-Dienst nach Hause und hier ist die beste Möglichkeit, um einfach davon abzuschalten. Also die Stimmung ist sehr gut, mir gefällt es super hier. Ich komme gerade aus dem Urlaub und habe ganz ehrlich diese Stimmung hier ein bisschen vermisst. Auf dem Musikmarathon 2018 war einfach für jeden etwas dabei. Die Besucher waren happy und auch die Zwischenbilanz des Veranstalters fiel positiv aus. Wir sind sehr zufrieden mit dem gestrigen Samstag auf jeden Fall. Wir hatten annähernd 2000 Leute da und der Abend ist sehr gut gelaufen. Und auch heute, der Start bislang war sehr, sehr gut. Und wir sind zum Glück vom Regen bislang verschont geblieben. Und ich hoffe natürlich, dass es auch so bleibt. Und es blieb so. Außer ein bisschen Nieselregen blieben die Besucher vom Regenwetter verschont. Am Sonntagabend war es dann soweit. Zahlreiche Gäste stießen noch dazu, um Labras Banda zu sehen. Eine Blasmusikgruppe aus Bayern mit energiegeladenen Einflüssen aus den Bereichen Ska, Reggae und Punk. Hallo zusammen, Musikmarathon 2018. Was hat euch besonders gefallen? Wir sind gerade erst gekommen, aber wir sind wegen Labras Banda da. Wir würden gerne Labras Banda natürlich gucken, weil die so tolle Partymusik machen. Da geht man immer mit und hat Spaß und die haben Spaß auf der Bühne und man sieht das denen an. Ich finde das total klasse. Labras Banda. Ja. Schon mal gesehen? Ja, letztes Jahr in Olpen im Schlachthof. Und wie würden Sie sie beschreiben? Warum muss man da unbedingt wieder hin? Ja, gute Stimmung. Absolut mitreißende Laune. Und coole Menschen. Und cool waren sie auch im Interview. Sie waren wirklich für jeden Spaß zu haben. Neben mir auf dem Sofa des Belgischen Rundfunks sitzen Brass Banda und hinter mir ebenfalls. Und ich habe eine kleine Challenge für die Jungs mir ausgedacht. Nämlich, wir machen das Interview jetzt mit Helium. Und bevor es losgeht, atmen wir mal tief ein. Test, Test, Test. Ah, die Stimme ist schon anders. Ja, das erste Lied von euch war Autobahn. Wie ist das Lied zustande gekommen? Wir sind gefahren und sind ein bisschen umeinander gefahren und haben eine schöne Zeit gehabt mit dem Auto und dann haben wir in Autobahn gefahren. Welcher war denn euer erster Proberaum? Der war in Übersee oder eigentlich beim Stefan im Kinderzimmer nur, aber der richtige Proberaum war dann in Übersee. Irgendwie funktioniert das bei mir. Bei ihm klappt es nicht. Warum macht er eigentlich immer alles barfuß? Das hat einen ganz guten Grund gehabt, weil wir sind dann barfuß einfach, weil mit Schuhen funktioniert es nicht. Wir schwitzen so viel dann auf der Bühne und dann stinkt der Tourbus am nächsten Tag. Also deswegen barfuß ist viel besser, da kannst du dich noch duschen und der Tourbus ist dann stinkt nicht. Stimmt es, dass ihr mal gegen einen Speed-Metal-Schlagzeuger gebettelt habt? Wie ist das ausgegangen? Das war, glaube ich, in Italien. Wir lassen ihn jetzt nochmal einatmen. Also das war so, wir haben da mit dem ein bisschen gebettelt und der Speed-Metal-Schlagzeuger war langsamer wie wir Trompeter, weil wir die schnellsten Trompeter der Welt sind. Jetzt wart ihr ja schon mal in Olpen, zweimal sogar, das dritte Mal jetzt. Welche Erfahrungen habt ihr mit uns aus Belgien gemacht? Also eigentlich war es jedes Mal super schön und wir waren letztes Jahr das erste Mal da und haben da im Radio gespielt und dann in dem Club. Und es war beides Mal sau schön und wir haben immer ein gutes Bier gekriegt. Das war uns auch manchmal zu Verhängnis geworden. Ist. Also mir, das war ein bisschen stark für meinen Geschmack dann. Es wird auf jeden Fall ein toller Abend. Viel Erfolg und wir freuen uns auf euch. Ja,
Start und man muss niemanden fragen. Den Leuten gefällt's, man hört's. Also, es war ein toller Erfolg, man hört's. Bis dahin, zum nächsten Jahr. Tschüss.